So ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir machen jetzt Burger. Ich muss meine Haare zumachen. Oh, ich habe so Kopfschmerzen. So, wir machen jetzt Burger. Für Frau Hakan haben wir diese Veggie-Burger geholt. Der ist ja kein Schwein, wollte ich sagen. Fleisch. Wir warten die ganze Zeit auf unser Paket, ist aber immer noch nicht da. Da steht bis 16 Uhr. Ich bin mal gespannt. Laut Prime soll das heute noch ankommen. Das hier. So, wir machen jetzt Pommes dazu. Pommes und Burger. Ich glaube, ich esse nur eins. Ich habe nicht so viel Hunger, es ist voll warm. Und Kukan war ja jetzt auch bei uns. Er hat ja bei uns geschlafen, wo wir Burger gemacht haben. Aber er musste weg, weil die Besuch bekommen hat, ne? Weil die Besuch bekommen haben. Nee, weil er zum Friseur musste. Und deswegen haben wir uns gedacht, ja, dann machen wir heute Burger, weil er das unbedingt wollte. Und dann muss man nicht noch nach der Arbeit kochen. Ich mache erstmal ein bisschen, ne? Reicht das? Ja. Und das wird voll. So. Gestern habe ich auch Teig gemacht. Der ist so gut aufgegangen, Leute. Pizzateig. Also ich wollte für... Also für ein Blech Pizza machen. Ich glaube, am Ende wurden es für drei Bleche. Aber der Teig war der Hammer. Also habe nicht damit gerechnet. Ja. Und heute gibt es Burger. Ich weiß gar nicht, was es morgen gibt. Mal schauen. Ich wollte noch was sagen. Ach so, übrigens, wir haben das Video abgedreht. Das Video habt ihr bestimmt schon gesehen, ne? Mit dem Dings, oder? Kaputt? Ah, Kurkan hat sich sowas geholt hier. Geht's? Vielleicht. Ah. Im 1-Euro-Shop, kennt ihr das? Ich muss das so halten. So, das sind diese Dinger, wo du hier Geld reinschmeißt und der hat schon Geld drinnen. Wer hat das reingeschmissen? Abisch. Und dann drehst du hier und dann kommt. Ja. Jetzt ein Kaugummi, aber diese Kaugummi sind echt doof, ja. Ne? Die schmelzen direkt im Mund. Aber ich finde sowas voll cool für 1 Euro. Ich würde das zum Beispiel, wenn Nina irgendwann Geburtstag hat, als Dingens kaufen. Deko. Ja. Und ich habe mir bei der lieben Rashan die 2 bestellt. Ja, ich habe sie auch bezahlt, also dieses Mal. Ich fand das so schön. Hier steht einmal Emmels Küche. Ist das nicht schön, Leute? Ich habe das jetzt bei meiner alten Freundin abgeholt, weil das die Cousine ist. Und einmal Mr. und Mrs. Said. Das wollte ich an die Türe. Aber ich habe gesehen, hier sind so Haken dran. Ich weiß nicht, ob wir das so dran kriegen. Mal schauen. Die Herren sind bei sowas sehr besser als die Frauen. Auf jeden Fall, ja, das muss ich gleich noch bezahlen gehen. Kennt ihr das? Ihr habt, ich habe 20 Euro mitgenommen für die Bürger und so alles. Und danach von meiner Freundin, der Vater sagt, einmal deine Dinger sind noch hier, diese... Bilder sozusagen, dann dachte ich mir, scheiße, genau da, wo du nicht genug Geld mit nach unten genommen hast, sagt er dir das. Dann habe ich gesagt, ja, wenn deine Tochter da ist, bringe ich dir das gleich runter. Dann meinte der auch direkt, okay. So. So, wir fangen jetzt an mit dem Burger und nehmen euch vielleicht mit. Wir haben nur noch 15%, mal schauen. So, hier sind die Burger. Da ist das Salat. Geht nicht mehr. Ich habe die Wohnung geputzt. Wir sind gestern Abend nach Hause gekommen und ich kann nicht mehr. Ich habe Pizza gemacht und voll viele Fragen nach meinem Pizzateig. Ich benutze einfach nur Pizzamehl, Leute, und die Anleitung steht hinten drauf. Ich zeige euch mal die Pizza, wie die aussieht. Ich habe einmal für Audet hier mit Champignons und Jalapenos und hier für uns mit Thunfisch und Mais. Achso, hier ist auch noch Mais drauf. Aber Leute, ich bin so kaputt. Ich muss mich jetzt schminken. Ich weiß nicht, welches Kleid Lina anziehen soll. Ich ziehe das an. Ich denke mal, Lina wird
das Blaue anziehen. Aber Audan meinte, die soll das Rote anziehen. Mal schauen, wie wir das machen. Ich habe zweimal Wäsche gewaschen. Ach, jetzt bin ich nah. Ich bin jetzt nicht zu erfahren. Ich habe eben geduscht. Hätte ich lieber nicht gemacht. Hätte ich eben geduscht. Jetzt schlüpfe ich nochmal unter die Dusche, mache mich fertig und melde mich dann, wenn ich fertig bin. Ich bin aus. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, how can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things, I never needed gifts or diamond rings, all I ever need, zu Hause. Ja, ich konnte nicht viel aufnehmen. Nina hat so viel geweint. Wir haben nicht mehr gegessen, wir haben so unnötig bezahlt. Also ich, Audrey hat uns eben abgeholt. Aber ich werde euch ein paar Bilder am Ende einblenden, wenn ich das nicht vergesse. Und ich war gerade bei der Packstation. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich habe zwei Pakete abgeholt. Und zwar einmal hat uns eine liebe Zuschauerin was zugeschickt, die Melissa. Aber dazu gibt es hoffentlich bald ein Video. Audrey hat leider diese Woche nur einmal frei, nächste Woche zweimal. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, abzudrehen. Sonst würde ich das mit meinen Brüdern machen. Aber die 120 gefällt mir, haben wir ja geknackt. Deswegen könnte es sein, dass ich das mit meinen Brüdern machen werde. Aber ich wollte euch die andere Brand News Box bestellen. Ich habe jetzt zwei Dauerabos. Und ich zeige euch einfach mal, was da drin ist. Das ist die Box. Moment, ich muss mich mal kurz gerade hinsetzen. Also hier steht eine Feines für die Ferien. Ich denke mal, hier sind die Produkte drin, genau. Produkte. Was ist das?
Hier dein Schmus-Magazin. Hier sind ja immer Rezepte drin, was man alles so machen kann mit den Produkten, die drin sind. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Dann haben wir hier eine Ketchup, Honig-Tomaten-Ketchup. Ich hoffe, ihr kennt das. Nehmen wir das. Ich glaube, das ist die Genussbox, oder? Ich weiß gar nicht. Und das ist ein bisschen geschmolzen, voll schade. Dann haben wir hier so ein Energy Cake, Cookies Cream. Das sieht so aus. Da muss ich sofort in den Kühlschrank tun, weil der kann schmelzen. Dann haben wir hier, das ist Schwein. Pork, Jerky, Spice Curry. Das gebe ich meiner Mama, die soll das ihrem Chef schenken. Dann haben wir hier Fruchtkaltschale gelb. Apfel, Ananas, Maracuja. Bio, vegan, Liebe, die man schmeckt. Für Fruchteset, Cocktails, Bowl, Lassi, Smoothies oder Fruchtkaltschale. Okay, das können wir auch mal ausprobieren, die Tage. Ich habe ja von den Jungs so Gläser geschenkt bekommen, da können wir das drin machen. Habt ihr bestimmt in dem Video gesehen, was ich mit den Jungs gedreht habe. Dann haben wir hier einen Paradiesapfelsaft, Granatapfel, Himbeere, 100% Direktsaft. Den darf Nina trinken. Das ist so ein Direktsaft. Dann haben wir hier noch einen Energy Cake, Kirschkokos. Oh, das sieht aber lecker aus. Einmal das. Und dann haben wir hier Müsli, Dark Spirit, Kakao Nips, Kokos Chips. Da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Das können wir halt morgen ausprobieren. Magisch blau, Trinkmischung mit natürlichem Spirulina blau. Einhornzauber. Okay. Das ist aber ein schöner Einhorn. Seht ihr den? Da bin ich mal gespannt. Das ist Pulver. Was ist das? Corn Crackers von Soy's Finest. Okay, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Kennt ihr das? Nur das. Ich glaube, jetzt kommt das letzte Produkt. Ja, was ist denn das? Die Currygeflügel, Salatmus, fruchtig und pikant, vegan. Apfel mit Ananas. Oh, keine Ahnung. Veganer Salat wie Currygeflügel. Okay, das sieht so aus. So, das war's auch. Also, ich finde die Box ganz okay, außer jetzt hier dieses mit den Schweinefleischstreifen. Sorry, wenn ich das jetzt sage, versteht mich bitte, bitte, bitte nicht falsch. Aber am Anfang dachte ich, das ist Hundefutter oder so. Das verkaufen wir ja so lose in Tiergeschäften. Ich wusste gar nicht, dass es das auch für uns, also für uns gibt. Naja, ich werde es auf jeden Fall verschenken. Der Rest kommt jetzt in den Kühlschrank, vor allem der Saft und dieses Cake. Energy Cake. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. Oh, der schläft schon. Ich glaube, ich gehe jetzt auch. Ich muss mich aber abschminken. Also, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und was machen wir eigentlich morgen? Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Übrigens habe ich heute Pizza gemacht. Habe ich euch das schon erzählt? Ja, ich habe es sogar gezeigt. Genau. Also, bis morgen. Ja.
You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I want?